Das ist ein Surface-Device. Surface ist, man könnte jetzt einfach sagen, ein großer Tisch, ein großer bunter Tisch. Dieser große bunte Tisch hat aber einige sehr interessante Funktionalitäten. Also ich habe hier eine Kamera drinnen, beziehungsweise mehrere Kameras drinnen. Und mit diesen Kameras kann ich erkennen, was sich auf dem Tisch tut. Und das bedeutet, ich kann ihn zum Beispiel mit Handgesten steuern. Und jetzt würde man sich vielleicht fragen, na gut, was macht er quasi mit diesen Kameras? Wie nimmt der Surface seine Umgebung wahr? Und Umgebung wahrnehmen schaut dann eben so aus. Also wir haben da jetzt projiziert, was die Kamera sieht. Und die Kamera sieht eben zum Beispiel eine Karte in dieser Art und Weise. Legst du mal die beiden Karten drauf. Da sehen wir, näher zusammen, da sehen wir, wie die Kamera ihre Umgebung wahrnimmt. Oder zum Beispiel seine Hand. Und diese Informationen lassen sich dann umsetzen. Also wir haben hier zum Beispiel auf den Karten, haben wir digitale Informationen abgespeichert. Und mit diesen digitalen Informationen lässt sich natürlich dann Information auch verarbeiten. Das schaut dann so aus. Er erkennt zum Beispiel, in welche Richtung ein Objekt schaut. Und auf dem könnte ich jetzt programmatisch aufbauen und Spiele spielen. Könnte ich logistische Anwendungen schreiben. Könnte ich Leitsysteme bauen. Und mit den Daten auf den Karten lassen sich die Karten auch eindeutig zuordnen. Also ich habe hier zum Beispiel eine Teilnehmerkarte von einer Veranstaltung. Und was man jetzt machen kann, ist, dass der Teilnehmer in der Veranstaltung, nach der Veranstaltung zu seinem Surface-Tisch geht, seine Karte drauflegt, sich damit identifiziert und wir bringen den Feedbackbogen von dieser Person. Der kann jetzt sein Feedback geben zur Veranstaltung, nimmt die Karte wieder an sich, kommt nach dem nächsten Vortrag, gibt die Karte wieder drauf, ergänzt sein Feedback. Ich habe die Möglichkeit, über diese Daten sehr große Datenräume abzubilden und damit eben hier zu den unterschiedlichsten Objekten eine Zuordnung zu machen. Und was ich mit dieser Zuordnung machen kann, das sieht man zum Beispiel hier. Das ist eine Anwendung, wie man es in einem typischen Verkaufsraum eines Autoherstellers vorfinden kann. Das heißt, ich gehe zu einem Autohersteller, schaue mir dort verschiedene Autos an und dann sage ich, interessant, dieses Auto, das möchte ich gerne. Und jetzt wissen wir aber, die Autos gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen. Ne? Erstens einmal von der Farbe her, was den Lack betrifft, aber auch von der Innenausstattung her. Ich habe die Möglichkeit, unterschiedliche Polsterung zu nehmen, dann Leder oder Stoffpolsterung. Ne? Ich kann die Autos mit unterschiedlicher Motorvariante nehmen. Und das kann ich eben hier abdecken. Ne? Der Kunde hat sich das Auto angeschaut, sagt, ich möchte eben hier eine bestimmte Automarke haben und kann dann für sich jetzt diesen Wagen konfigurieren, wie er ihn gerne haben möchte. Warte mal, ein bisschen kleiner vielleicht. Dann habe ich eben hier die Möglichkeiten. Ich kann also unterschiedliche Motorisierung auswählen, unterschiedliche Sonderausstattung auswählen. Und auch das wieder geht mit diesen Karten. Das heißt, die haben wir jetzt allerdings leider nicht mit. Ich lege dann quasi entsprechende Motorkarte drauf und motorisiere ihn dann. Was aber natürlich in dem Zusammenhang viel interessanter ist, ich habe an der Wand meine Blechtafeln hängen in den unterschiedlichen Farben. Das heißt, ich gehe dann wirklich hin und sage, ah, das Blau, das gefällt mir oder das Rot, das ist das Rot, das ich gerne hätte. Dann nehme ich diese rote Blechtafel, lege sie hier drauf. Aufgrund des Tags erkennt das System, okay, das ist dieses Rot und färbt man das Auto dann rot ein. Oder ich hole mir dann eben die entsprechenden Stoffmuster und sage, was möchte ich denn jetzt für eine Polsterung haben? Möchte ich das Leder haben? Möchte ich Stoff haben? Ich kann das angreifen, ich kann daran riechen. Und kann mir also wirklich dann den Stoff aussuchen, den ich haben will. Und wieder, wenn ich das entsprechende Stoffmuster gefunden habe, komme ich her, lege es drauf und kann damit eben automatisch mein Auto so gestalten. Naja, und irgendwo kommt natürlich dann der Punkt, wo es darum geht, ich würde das gerne kaufen. Was kostet das jetzt? Und habe dann die Möglichkeit hier aufgrund meiner Optionen mir anzuschauen, was kostet das Auto. Ich kann es dem Verkäufer zeigen, ich kann es meiner Frau zeigen, ich kann es größer und kleiner machen, um es eben entsprechend eben platzsparend abzulegen oder eben dann auch eben ganz verschwinden zu lassen. Und habe natürlich dann auch die Möglichkeit hier drinnen mir noch dann die unterschiedlichen Leasingpreise ausrechnen zu lassen. Ich sage, okay, was weiß ich fahre ca. 20.000 Kilometer im Jahr.
Der Leasingvertrag soll laufen auf 48 Monate und dementsprechend ergibt sich dann eben hier die Anzahlung und die Rate. Naja, und wenn ich dann fertig bin, kann ich mir das Ganze per E-Mail zuschicken lassen, kann man es aufs Handy zuschicken lassen, beziehungsweise dann eben auch gleich bestellen. Also das sind so typische Anwendungsbeispiele, was ich mit einem Surface-Gerät machen kann. Was auch noch sehr nett ist natürlich, ich bin in einem Hotel in einer fremden Stadt. Und wie es halt so ist, man kennt sich in der fremden Stadt wahrscheinlich nicht gar so gut aus. Das heißt, ich wüsste dann ganz gern, wo bin ich denn jetzt genau? Welche Hotels, welche Sehenswürdigkeiten sind hier in meiner Umgebung? Und da gibt es eben auch entsprechende Anwendungen, wo ich mich selbst informieren kann. Wo ich sage, okay, also ich bin da jetzt da irgendwo mitten in Wien, habe den Ort, wo ich mich gerade befinde, und kann mir eben anschauen, was gibt es da so an Sehenswürdigkeiten, wie weit ist es zum Beispiel ins Fußballstadion, welche U-Bahn-Stationen gibt es in der Umgebung, und was ich auch noch machen kann, ist, dass ich das Ganze dann entsprechend umschalte auf Satellitenbild und mir die Umgebung eben auch hier in echt anschaue. Jetzt mal kurz schauen, wir sind da Wipplinger Straße, genau, da ist der Hohe Markt, und also wir sind da zum Beispiel im alten Rathaus, da steht mein Auto und wartet auf mich, dass mich dann am Abend ausbringen kann. Und noch eine Frage, wie viel würde das kosten, wenn man sich jetzt so einen Surface-Tisch zu Hause kaufen würde? Der Surface-Tisch kostet ca. 10.000 Euro. Damit könnte man sich schon ein kleines Auto kaufen. Das ist aber jetzt für den Privatbereich vielleicht nicht unbedingt gedacht. Wie gesagt, das ist gedacht für Verkaufsräume. Es ist eben wirklich für den Massengebrauch gedacht, also für Leute, die vielleicht nicht gar so stark darauf aufpassen, die ihn sehr stark belasten. Es sind viele Leute, die hier tagtäglich vorbeikommen, um, wie gesagt, eben Beratung zu machen. Und was man nicht vergessen darf, durch diese Beratung erspare ich mir als Geschäft ja in zusätzliche Mitarbeiter zu investieren. Was? Beziehungsweise kann ich die Mitarbeiter, die ich habe, produktiver einsetzen. Also ich kann damit so die typischen 0815-Fragen, die Standardfragen der Kunden sehr gut, sehr einfach beantworten. Die Kunden können sich selbst mit einem Produkt beschäftigen. Ich kann zum Beispiel in einem Handygeschäft, habe ich die ganzen Handys eingespeichert, der Kunde kommt, schaut sich das Handy an, sagt, ah, das gefällt mir prinzipiell recht gut, was kann denn das jetzt? Und legt es halt einfach drauf, bekommt dann die technischen Daten von diesem Handy angezeigt. Und erst dann, wenn er wirklich sagt, okay, das ist jetzt wirklich das Gerät, das ich haben möchte, dann geht er zu einem Verkäufer und lässt sich von diesem Verkäufer dann mehr oder weniger zu Ende beraten. Da geht es dann eben um die Vertragsabschließung und so. Damit kann der Verkäufer in kürzerer Zeit mehr Kunden beraten, kann in kürzerer Zeit mehr Geschäft machen, und dann ist der Preis von dem Service-Tisch natürlich kein Thema mehr, weil das kann ich dann mehrfach wieder über diese zusätzliche Beratung, über die zusätzlichen Verträge hereinholen. Danke. Bitte. Bitte schön. Schönen Tag.